Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen, sehr geehrte Gäste auf der Tribüne. Entsprechend des Auftrags aus der Drucksache 7/18/17 legt die Landesregierung ihren Bericht über die Umsetzung des Konzepts Tolerantes Brandenburg vor. Die heutige Debatte zu diesem Bericht für den Zeitraum 2019 bis 2021 steht auch unter dem Eindruck des aktuellen Verfassungsschutzberichts für 2021 und findet zudem nur wenige Tage nach dem 25. Jubiläum des Bestehens des Aktionsbündnisses Brandenburg statt, das am 17. Juni in Anwesenheit des Ministerpräsidenten von Mitgliedern der Landesregierung und des Landtags begangen wurde. Ich habe für unsere Fraktion ebenfalls daran teilgenommen. Der am vergangenen Montag der Öffentlichkeit vorgestellte Verfassungsschutzbericht gibt in diesem Zusammenhang einen deutlichen Fingerzeig. Der Rechtsextremismus ist weiterhin die größte Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Brandenburg. Diese besorgniserregende Feststellung sollte uns zu äußerster Wachsamkeit mahnen. Die Morde der rechtsterroristischen Zelle Nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU, der rechtsextreme Terrorakt im hessischen Hanau, der Anschlag auf die Synagoge in Halle sowie der rechtsextremistisch motivierte Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, um nur einige Beispiele zu nennen, müssen Sicherheitsbehörden und politische Entscheidungsträger auch Jahre später noch Verpflichtung sein, jeden Anflug von Rechtsextremismus auf dem Radar zu haben. Aber auch die Zivilgesellschaft ist gefordert. Verfassungsschutz und Staatsschutz können und sollen auch nicht überall sein. Rechtsextreme oder rechtsradikale Tendenzen zeigen sich nicht nur offen in politischen Gremien, wo man ihnen aktiv entgegentreten kann, oftmals auch in Lebensbereichen, in denen man sie nicht unbedingt vermutet, und im Internet, wo sie auf teils subtilen Wegen daherkommen. Die Menschen dafür zu sensibilisieren, ist wichtig und hat sich das Aktionsbündnis zur Aufgabe gemacht. Ausgangspunkt dessen Gründung war eine Vielzahl von rechtsextremen Gewalttaten und Kundgebungen in der Nachwendezeit der 90er Jahre. Diese dunklen Zeiten Brandenburg scheinen überwunden. Für Sorglosigkeit gibt es dennoch keinen Grund. Denn Hass und Fremdenfeindlichkeit gibt es leider noch immer. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass zivilgesellschaftliche Organisationen dafür sensibilisieren und dem aktiv entgegentreten. Hierfür sei allen Initiativen im Aktionsbündnis ausdrücklich gedankt und die Bitte geäußert, lassen Sie nicht nach, setzen Sie Ihr Engagement auch in den kommenden Jahren fort. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sind hier im Haus zu vielen Themen unterschiedlicher Auffassung, streiten engagiert und mitunter auch lebhaft über den richtigen Weg. Beispielsweise in der Verkehrs- und Energiepolitik, zum Umgang mit der Corona-Pandemie, zu Schul- und Kita-Fragen und vieles mehr. Das ist Ausdruck lebendiger Demokratie. In einem Themenbereich sollten wir allerdings aus der Geschichte gelernt haben und fraktionsübergreifend einer Meinung sein. Für Hass und Hetze oder gar persönliche Angriffe ist, insbesondere gegenüber Minderheiten, kein Platz in Brandenburg. Wir verurteilen derartiges Verhalten und wir stellen uns jenen Kräften gemeinsam in den Weg. Wer sich Herr Abgeordneter Steffke, lassen Sie eine Zwischenfrage am Mikrofon 8 zu? Nein. Wer sich diesem demokratischen Konsens verweigert, sollte es offen sagen, damit für alle klar erkennbar ist, wo die politische Trennlinie verläuft. Der Bericht der Landesregierung gibt auch Auskunft darüber, wie auch in den Einzelministerien das Handlungskonzept umgesetzt wird. Mehr geht selbstverständlich immer, aber die Höhe der finanziellen Mittel aus dem Landeshaushalt sind beachtlich und unterstreichen die Unterstützung für das Aktionsbündnis. Den Entschließungsantrag der AfD lehnen wir ab. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.